muss ja nicht im Dolly sein. Wir müssen mal eine neue seltene Karte herstellen. Bla bla bla. Das ist echt nervig. Ich sehe nur, dass man sich zurückgewinnen kann. Okay, Roger Rex ist natürlich immer noch drin, ist klar, ist klar. Der hat die Karte nicht. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr auf das Spiel jetzt gerade, echt. Das geht mir einfach auf den Sack. Ich habe jetzt schon mittlerweile zwei Quellen. Zwei Quellen, die einfach gleich beschissen sind. Echt. Ach, ich schreibe das hinten einfach mal. Der soll die verfickte Quest mal erklären, echt. Die kennt sich ja bitte aus. Ich hab grad kurz Panik, muss ich sagen. Wegen Plus. Ah, gib mich doch auf den Keks, ey. Merkt man das vielleicht, dass es mir ein bisschen ankurz hier? Nein, nein. Das ist einfach das Problem, dass ich schon beim ersten Mal dieses Problem hatte. Beim allerersten Mal, ganz früh, habe ich mir gar nicht an diese scheiß Quest rangebracht, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe, was ich da machen soll. Aber an sich müsst ihr die Karte jetzt haben, wenn das überhaupt der Besitzer ist, ne? Aber ich kann hier mit keinem anderen in der Kneipe Karten spielen. Oder ist hier noch irgendjemand, der sich versteckt hat? Hallo Frau. Unsere Kneipe heißt Aurora, bla 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 bla. Und du bist sehr schweigsam, Kollege, ne? Ich hätte den jetzt angesprochen. Ich verstehe das echt nicht. Bist du bereit zum Kartenspiel? Ja. Einmal machen wir es noch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann habe ich echt keinen Bock mehr. Echt nicht. Das ist mir echt zu blöd. Oh, muss man vielleicht eine gewisse Zeit verstreichen lassen? Muss aber mit dem Atelier-Fuzzi reden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er hat sie nicht. Also ich bezweifle es gerade einfach mal ganz stark. Ja, kein Plan. Ich weiß es nicht. Ich muss ihn anschreiben. Beim Internet finde ich nichts Anständiges. Ja, vor allem die erzählen mir, ich finde im Internet wirklich jeden Scheiß von Final Fantasy, ne? Ich habe schon so viel davon gelernt. Zum Beispiel mit den ganzen Herstellen von Items und so Kack. Alles dadurch gelernt und so. Das ist auch super erklärt. Aber ich habe immer noch keine verkackte, anständige Beschreibung für die Card Queen Quest gefunden. Ich glaube, die Entwickler haben das selbst nicht mal richtig verstanden. Mann, Mann, Mann. Komm, ein Spiel machen wir noch und dann war's dann. Ich werde dann, ich werde dann heute schon noch, zumindest zum Schumidorf fliegen. Und, mir da eben noch schnell die Timer Maniacs schnappen. Damit wir am nächsten Mal direkt durchstarten können. Oh ja. Ja, der hat die definitiv nicht. Pff, lächerlich, echt. Der ist echt so lächerlich. Aber Dennis, du musst erstmal die anderen Karten zurückgewinnen. Das ist doch klar, das ist doch ersichtlich aus der nicht vorhandenen Beschreibung. Ich spiele sie auch gerade einfach nur ohne Sinn und Verstand. Ich hatte überhaupt nicht auf Plus oder Same, wie man merkt. Es trägt Früchte, wow. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Hey, Karten, schön. Ja gut, ich verpiss mich jetzt hier. Was? Achso, wie es zu finden gibt, okay. Wir treffen uns jetzt gerade mal eben beim Schumidorf wieder und ich heiz nur eben schnell rein und holen wir mal eben die Timer Maniacs, die uns so fehlt. So, da wären wir schon. Ich habe keinen Plan, wo die Timer Maniacs sich hier drin befindet. Ja, der Schumi-Stamm, wie ihr wahrscheinlich schon anhand der Karten sehen konntet. Und vielleicht auch, ich überlege gerade, hatte ich mal einen Kampf irgendwie? Nicht einen Kampf, sondern war ich hier schon mal drin, hat man da was gesehen. Ist Master Nork auch ein Schumi? Oder ein Angehöriger des Schumi-Stammes? All diese komischen gelben Viecher. Wie wir auch gleich sehen werden. Also an sich hat dieser Ort, glaube ich, für die Story gar keine Bedeutung. Oh, jetzt werde ich ja auch angerufen. Wer ruft ihn jetzt an? Könnt ihr klicken. Aber hier ist was Interessantes. Nämlich, siehe rechts. Rechts, okay. Willkommen im Dorf des Schumi-Stammes. Wenn ihr ins Dorf wollt, nehmt den Aufzug da vorne. Der Dorfpunkt da ist sehr kostbar. Wenn ihr ihn benutzen wollt, müsst ihr zahlen. Alter, wer ruft mich denn jetzt hier an? Ach, der Alex. Ja, muss ich später dran gehen. Ja gut, okay, ich habe jetzt nur mal eben den Anrufbeantworter beantworten lassen. Droppen benutzen, ja. Kostet 5000 Gil. Wenn es zu kostbar ist, probiere ich's. Ja, und das Schöne ist halt, probiert es auch, so. Ultima! Hier ins Qual. 11-mal Ultima. Und das Problem ist, es dauert eine Zeit, bis er sich wieder aufgeladen hat. Mit 5000 Gil sind jetzt nicht das Problem.
Aber ich will eigentlich noch gar nicht viel machen. Das möchte ich alles später tun. Ich wollte, wie gesagt, nur die Time of Manics machen. Ich renne dann auch sofort wieder raus und, oh, ist eigentlich hier so ein Speicherpunkt? Speichere ich vielleicht hier mal kurz ab. Bitte nehmen Sie Platz. Na gut. Ich werde mich hier nochmal ein andermal umgucken. Ich habe nur kein... Ich will die scheiß Quest hinter mich bringen. Willkommen im Dorf des Schumi-Stammes. Lahm mich nicht voll. Aber wir gestatten Ihnen den Eintritt. Genießen Sie, wieso aber? Dieser Aufzug wird in Kürze am Dorfeingang ankommen. Ich will das ja nicht selbst beenden, aber ich will doch eben die scheiß Time of Manics holen. Mann, mach jetzt schneller! Den angekommen. Ich lese das jetzt auch nichts mehr vor. Ich habe jetzt gerade keinen... Das Spiel nervt mich gerade, echt. Das nervt mich richtig. Wahrscheinlich liegt es einfach nur an meinem fehlenden Verständnis, weil ich einfach die Kartenquest nie gepeilt habe und auch nie peilen werde. Aber laut meiner Logik her müsste der Typ, der jetzt die Karte gehabt haben, wenn es der richtige Typ war. Da waren aber drei Typen und ich konnte nur mit einem Karten spielen. Also muss es der eine Typ sein. Oder ob ich irgendwas vielleicht noch nicht gemacht habe. Ich meine, Alexander-Karte habe ich verloren. Darf ich die vielleicht nicht... Habe ich das jetzt komplett verkackt? Man darf die nicht gleichzeitig verlieren oder so? Man weiß es nicht. Weil das war ja nämlich die Karte, die ich eigentlich hätte bekommen sollen. Nein. Ich will jetzt hier keinen Story-Kram haben. Echt nicht. Komm. Verdammt. Tut mir leid, dass es jetzt gerade so hektisch alles ist. Ich will jetzt einfach nur aufhören. Ich hab gleich keinen Bock mehr drauf. Es ist auch schon viel zu spät, weil der Tag, der war heute eh scheiße, ey. Ah. Komm, nur schon Time of Manics. Ach, scheiße, ich glaube, wir müssen in ein Haus rein. Aber wahrscheinlich werden wir bei jedem Haus zugelabert. Oder? Da schon mal ein Speicherpunkt, das ist schon mal gut. Ist das vielleicht das Haus? Oder müssen wir die Quest erstmal machen, bevor wir da hinkommen? Gehen wir aus dem Weg. Vielleicht geht's auch noch weiter. Aber ich denke mal, es war das Haus, wo wir rein mussten. Gehe ich einfach mal von aus. Oh, dann muss ich wieder zurück in Ballam Garden, ey, um dann den verkackten Time. Ich würde dir gerne vorlesen. Ja, total umständlich. Ach komm! Ich höre jetzt hier auf. Wann habe ich gespeichert? Ich glaube, in. Timber? Ne, in Dolé habe ich das letzte Mal gespeichert, oder? Ich weiß es nicht. Ach komm, ich gehe das Risiko jetzt ein. Tschüss. Ich habe heute einfach zu wenig Bock, tut mir leid. Also ich hatte eigentlich, es hat begonnen mit Bock, aber wenn ich mal bedenke, dass ich jetzt wieder einfach mal 1,5 Stunden aufnehme, ohne irgendwas geschafft zu haben. Echt, ich habe 2 Karten verloren, okay, die ich verlieren musste. Und 1 Karte gewonnen. In, ja, ungefähr 1,5 Stunden Zeit. Was letztendlich wahrscheinlich eine 3/4 Stunde Aufnahme, also hier Videomaterial darstellt. Und das ist frustrierend, echt. Das ist richtig frustrierend. Und ich habe da gerade... Ich will jetzt einfach nicht mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Hoffentlich läuft es da ein bisschen besser. Ich informiere mich nochmal richtig bezüglich dieser verfickten Card Queen Quest. Ach, gib es offen, wir können so eine Scheiße hier anbauen. Na egal. So ein schönes Spiel, ne? Kann durch so eine Kleinigkeit versaut werden. Also, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8, blablabla. Ist immer noch der gleiche Part wie beim letzten Mal. Ich habe die Videos noch nicht bearbeitet. Nein, ich will es jetzt einfach in allem durchmachen. Wir haben zwar jetzt einen Tag später als gestern. Ja, wer hätte es gedacht, dass wir heute einen Tag später als gestern haben. Aber ich habe jetzt einfach sau Bock auf das Spiel. Aber erstmal ein paar Worte vorweg. Wie ihr seht, wir sind gerade schon mitten im Kartenspiel. Ich muss aber erstmal ein paar Worte vorwegnehmen. Ich habe mich ja gestern sehr, ja doch gestern war es ja, also bei der letzten Aufnahme, habe ich mich ja sehr über das Spiel aufgeregt. Beziehungsweise es ging mir tierisch auf den Sack. Hatte mehrere Gründe, es lag jetzt aber, also die Gründe lagen jetzt nicht unbedingt am Spiel, ich hatte einfach einen scheiß Tag und so. Ihr kennt es ja bestimmt, manchmal habt ihr bestimmt auch einen scheiß Tag, hoffe ich zumindest mal. Ja, und ich habe halt mich darüber beschwert, dass man im Internet so wenig findet darüber. Also man findet schon viel darüber, aber jetzt keine eindeutigen Aussagen. Und das war das, was mich voll abgefuckt hat. Aber ich habe auf jeden Fall immer den richtigen Weg gemacht. Also der Weg, den ich gegangen bin, war zwar jetzt nicht der einfachste, aber der richtige. Wir sind jetzt hier nämlich gerade in Timber und haben tatsächlich es geschafft, dass der Gegner die Doomtrain-Karte mitnimmt. Das Problem ist nur, Moment, wir haben die Tauschregel direkt. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hinbekommen, diese verfickte Doomtrain-Karte umzudrehen. Ich habe es heute schon mal geschafft, dass er die Karte dabei hatte. Allerdings konnte ich die da leider nicht umdrehen, weil ich habe gerade schon offscreen ein bisschen gespielt, wie man sieht. Ja, und deswegen musste ich mir eine kleine Strategie zurechtlegen. Ich hoffe mal, dass die gleich aufgehen wird, aber ich will jetzt erstmal noch ein paar andere Worte vorweg sagen. Und zwar, es gibt die einfachste Möglichkeit, es zu schaffen, also diese ganze Card Queen Quest überhaupt zu machen, ist, wenn ihr gegen die Card Queen kämpft. Moment, ich habe mir jetzt ein Bier geholt. Wahrscheinlich war auch ein Grund gestern, warum ich das Spiel auf dem Sack geht, dass ich kein Bier hatte. Moment. Ah, Prost. Die einfachste Möglichkeit, die Card Queen Quest zu bestehen, ist, wenn man direkt in Ballam beim allerersten Mal alle Karten verliert. Alle. Okay, 3 Karten kann man ja erst verlieren. Man muss ja die Doomtrain-Karte hinterher noch verlieren. Wenn man schon mal 3 Karten verliert und die dann am besten direkt nach Dolé geht,
Da kann man sich nämlich schon mal 3 Karten davon holen. Ja. Und, dann geht es eigentlich relativ fix. Und gestern, ne, ich habe ja gedacht, es wäre einfach die falsche Person oder dass die Doomtrain-Karte noch nicht existiert. Nein. Gerade bei dieser Doomtrain-Karte ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass der Kerl die spielt. Und wenn ich jetzt noch, ne, bedenke, ich kann es dir mal gerne zeigen, dass ich jetzt noch die Direct-Regel habe. Das heißt, er nimmt die selten mit. Und wenn er die mal mitnimmt, muss ich die noch umdrehen. Und wie man sieht, die Doomtrain-Karte kann sich sehr gut schützen mit den beiden A's. Da muss man sich schon eine kleine Strategie zurechtlegen. Und ich glaube, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, die definitiv umdrehen zu können. Deswegen habe ich jetzt nämlich auch ein relativ gemischtes Deck dabei. Wie man sieht, ich habe hier Granatom dabei und den Cerberus und sonst eigentlich gewohntes Fußvolk. Und zwar, wenn ich mich nicht täusche, wollte ich, glaube ich, Xell hier in die Mitte setzen. Es kann gut sein, dass er umgedreht wird. Also ich gehe mal entweder davon aus, dass er von links oder von rechts umgedreht wird. In diesem Fall kann der gar nicht umgedreht werden. Es sei denn, der kriegt es irgendwie hin. Plus zu machen. Kriegt er aber so, wie es aussieht, nicht hin. Das ist doch mal sehr gut. Aber das Tolle ist wiederum, dass ich auf jeden Fall Plus machen kann. Deswegen habe ich nämlich diese beiden Karten damit genommen. So, aber ich überlege gerade, was sinnvoller wäre. So, wir setzen ihn auf jeden Fall erstmal hier hin. Ich hoffe mal nicht, dass ich mich jetzt vertan habe. So, okay. Oh, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, bin ja ehrlich. So, okay. Normalerweise, also ich habe jetzt echt extra beide Option offen gehalten, da kann ich euch jetzt mal kurz die Plusregel nochmal näher bringen. Ich habe den Cerberus dabei, weil, hätte der jetzt die Karte hier hingesetzt, hätte ich Cerberus da oben hingesetzt. Warum hätte ich Cerberus da oben hingesetzt? Weil dadurch Plus ausgelöst worden wäre. Warum würde Plus ausgelöst werden? Weil ihr müsst euch mal die beiden Kontaktpunkte mit der Xell-Karte und mit der Doomtrain-Karte angucken. Cerberus hat rechts 4, Doomtrain hat links ein A, was mit 10 gleichzusetzen ist. Das heißt, wenn man die beiden Werte zusammen addieren würde, würden 14 rauskommen, Krankenwagen übrigens. Und wenn man jetzt mal die den Kontaktpunkt mit Xell vergleicht, also 6 plus 8, ne? Also unten hat Cerberus 6 und Xell hat oben 8, wird auch 14 ergeben. Das heißt, wenn beide Seiten 14 ergeben, dann ist die Plusregel aktiviert. Ich habe mir natürlich aber auch für den anderen Fall, habe ich mich eingedeckt, ups, nämlich... Jetzt kommt nämlich gerade Tom ins Spiel. Wie ihr seht, sind beide Kontaktpunkte in diesem Fall 12. Das heißt... Ah, ist das ein geiles Spiel. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, so schnell kann ich das bei mir ändern. Als 12-12, hier muss ich aufpassen, so. Weil hätte ich jetzt Idea hier hingesetzt, dann hätte der nämlich Plus bekommen und dann hätte ich mir die Idea wieder zurückholen müssen. Aber das muss ja nicht sein und jetzt müsste es eigentlich in Ordnung sein. Und meine Damen und Herren, wir haben Doomtrain! Ah, ist das geil. Ach, wie schön, wie schön. Ja, ich habe jetzt heute vor, also ich habe ja gestern aufgenommen, ich werde morgen nochmal aufnehmen, weil wir haben heute den 29.04.2014, ja... Ich wollte gerade sagen, kack nicht abspielen. So, jetzt können wir uns hier erstmal verpissen. Ich steige gleich raus. Ich möchte es jetzt nur zu Ende erzählen. Ich habe ein langes Wochenende jetzt. Das heißt, morgen ist mein letzter Arbeitstag. 1. Mai habe ich frei. 2. Mai habe ich mir einen Urlaubstag genommen. Und dann kommt halt noch Samstag und Sonntag. Und am Donnerstag früh kommt meine Freundin. Ja, also am 1. Mai. Und ich würde halt gerne während des Wochenendes schon mal ein bisschen farmen. Also im Forschungslabor quasi. Also, auf der Forschungsinsel, wo wir schon vor 14 Parts, also vor den ganzen Sidequest-Scheiß waren. Wo wir aber noch nicht reinkamen, weil wir da irgendwie noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen mussten. Und das würde ich jetzt liebend gern nämlich noch vor dem Wochenende geschafft haben. Ich bin davon ausgegangen, dass ich gestern diese verschissene Card Queen Quest geschafft hätte. War aber falsch, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Fuck, wo ist mein Stift? So, okay, aber ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt nämlich schon mal hinter uns gebracht. Der nächste Schritt wäre jetzt für mich... Moment... Also die Doomtrain-Karte wurde übrigens auch erstellt, ne? Die wurde, glaube ich, aus der Alexander-Karte erstellt, die ich an die Card Queen verloren habe. Ja. Richtig. Ja, auf jeden Fall, deswegen will ich jetzt heute die Card Queen-Quest fertig machen. Ich habe die Aufnahme von gestern noch nicht bearbeitet. Das ist normalerweise, ich glaube, in den ganzen 4,5 Jahren Let's Play, die ich jetzt mittlerweile hinter mich gebracht habe, gab es vielleicht, wenn es hochkommt, 3 Fälle, und das wäre dann der dritte Fall, an dem ich die Videos nicht vorbearbeitet habe, bevor ich die nächste Aufnahme begonnen habe. Ich mache da sonst immer die Arbeit zuerst weg. Aber das ist jetzt eine Ausnahme, weil ich will das jetzt bis zum Wochenende geschafft haben. Also, einiges noch, ne? Und, ja. Das ist halt das Problem. Wir haben jetzt gerade übrigens auch schon fast 18 Uhr. Ich habe auch hier ein bisschen wieder dran gehangen, bis ich mal überhaupt geschafft habe, dass der Penner die Karte mitnimmt. War schon scheiße. Aber egal. So, okay. Dann würde ich jetzt sagen, wir fliegen wieder zurück nach Dole.
Ich denke mal, wir können die Karte jetzt schon gegen die Olle verlieren. Ups, das war falsch. Also gegen die Karte verlieren. Weil, die ist ja schon in Dole. Und ich schätze mal, dass sie dann sagt so, Party, Party, Puh, Puh, Puh. So von wegen, ja, ich habe jetzt die neue Karte erstellt. Ja. Du wirst auf jeden Fall die Doomtrain-Karte verlieren. Und daraus wird dann eine neue Karte erstellt werden. Ja. Und ich schneide das doch nicht raus, weil ich zu viel gelabert habe. Oh mein Gott. Auf jeden Fall werde ich dann heute Abend schön schneiden müssen und bearbeiten müssen. Und ich glaube, ich lasse die Nacht der Rechner an, weil... Also ich kann euch ja sowieso eigentlich schon mal so sagen, was ich eigentlich immer so für eine Aufnahme brauche. Also ihr müsst bedenken, ich nehme meistens, also gerade hier Final Fantasy, meistens zwischen 1,75 und 2,5 Stunden am Stück auf. Ich rechne es einfach aus Vereinfachungsgründen, rechne ich das mal pro Stunde Aufnahme runter. Also pro Stunde Aufnahme. Das erste Renderprogramm, das ist eine allgemeine Aufwertung der Videoqualität, kann man sagen, benötige ich in etwa 45 Minuten für eine Stunde Aufnahme. Inklusive manueller Bearbeitung, also nicht, dass das Programm rödelt, sondern dass ich dann noch eine Einstellung vornehme. Sagen wir mal 50 Minuten für eine Stunde Aufnahme. Dann kommt auch nochmal die Synchronisation mit meiner Stimme und eventuell Schnitte machen und habt ihr nicht gesehen? Da bräuchte ich dann pro Stunde, denke ich mal, ja, so um die 1,5 Stunden plus 10 Minuten Bearbeitung, kann man sagen. Weil das Problem ist einfach, weil der muss den Hüllkurven aufbauen, das dauert einfach Ewigkeiten. Das heißt, 1 Stunde 40 plus 50 Minuten, da sind wir schon bei 2,5 Stunden. Für eine Stunde Aufnahme, wohl bemerkt. Und dann muss ich das noch durch den Konverter jagen. Was dann auch nochmal pro Part 10 Minuten sind, Entschuldigung. Das heißt, für eine Stunde Aufnahme muss mein Rechner ungefähr, ja, 3 Stunden 15 ungefähr, sage ich jetzt einfach mal ganz pauschal, arbeiten. Und dann wisst ihr ja, was passiert, wenn ich 2 Stunden aufnehme, ne? Oh, ich bin schon vorbeigelaufen. Das ist ja doch die Kneipe. Ja, und auf jeden Fall, deswegen werde ich will halt bis morgen schon die ganze Scheiße bearbeitet haben. Ich will morgen nämlich dann gerne die Forschungsinsel machen. Und guck mal, jetzt sind wir schon wieder hier. Hey. Das Schöne ist, hier ist ein Speicherpunkt. Wir haben die Doomtrain-Card. Und das ist so ein tolles Gefühl, ne? Oh mein Gott, das tut mir echt leid jetzt. So die letzten Parts generell. Seit dem Chocobo-Wald ist ja alles kacke. Eigentlich schon ein bisschen vorher. Seitdem wir halt nicht auf die Forschungsinsel konnten. Aber ein bisschen was haben wir immer geschafft. So, hallo Card Queen. Sie kennen die Regeln, die hier ungebräuchlich sind. Wir nehmen einfach ihre Gabardia-Regel hinzu. Ja, ich habe ja am letzten Mal einfach einen, mehr oder weniger einen Rage-Quit gemacht, kann man glaube ich schon so fast nennen, ja. Aber was soll's, was soll's. Schon wieder Direct, ich will kein Direct mehr spielen, Frau. Ah, ist mal egal, komm. So, die hart erwonnene Karte werden wir jetzt direkt erstmal wieder schön opfern. Und, Hasen, Hina, Fufaf. Ups, Entschuldigung. Ja, komm, nimm mal, ansonsten, ich will nicht allzu viel verlieren. Vielleicht können wir sogar im gleichen Atemzug eine zurückgewinnen. Ja, wir können nämlich endlich jetzt nämlich zurückgewinnen. Unter Umständen natürlich, unter Umständen. Moment, ich guck grad mal. Ja, das tut vielleicht ganz gut. Ah, der setzt den Angel aber nicht dahin. Da bin ich ja schon fast sicher, dass er die nicht dahin setzen wird. Aber vielleicht da... Ah, das ist doch alles kacke, Mann! Ja, komm. Ah, komm, wir gehen das Risiko ein. Ich würde Angel am liebsten wirklich direkt... Was hast du vor? Bist du besoffen oder so? Moment, ich guck gerade mal. Das müsste eigentlich passen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was er vorhat. Nein! Nein, 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 nein! Okay. Halter, halter, halter. Hyper, hyper. Ich hatte da jetzt gerade so eine leichte Befürchtung. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, der kriegt es irgendwie hin, die Renault um, so, weil ich jetzt gerade überhaupt nicht auf Plus geachtet habe. Was natürlich ziemlich scheiße war. So, okay, nur 6. Nee, ist knapp und ist doof. Okay, das dürfte passen. Aber, ach, fuck, der setzt garantiert nicht Angel dahin. Das Problem ist, ich kann nach links nicht viel machen. Soll ich den hier sehen? Ach, das bringt doch alles nichts. Das ist doch alles kacke, ist das, Mann. Scheiße, ich krieg Angel nicht zurück. Ja, war klar. War klar, dass er es genau so macht. 9,6. Ja, okay, das dürfte eigentlich in Ordnung sein. Da dürfte eigentlich nichts passieren, oder? Habe ich jetzt schon wieder irgendwas übersehen? 6,3. Oh mein Gott! Wie sieht es damit aus? Das dürfte eigentlich schon eher passen. Ah! Habe ich gespeichert, ich hoffe mal. Okay, gut. Angel konnte ich leider nicht zurückholen. Und... Doomtrain ist verloren. Oh mein Gott. So ein Pech aber auch. Moment, wo habe ich jetzt hier die Karte? Okay, Doomtrain habe ich jetzt auch verloren. Ah, okay, dafür muss ich jetzt wieder nach Esther. Oh, nach Esther reisen. Bläh. So,
So, okay, Kairos Karte habe ich mir schon geholt. Die Plusregel hat sich verbreitet. Interessiert mich eigentlich jetzt momentan relativ wenig. Das ist eine schöne Karte. Daraus könnte mein Vater eine wundervolle Karte machen. Ja, schön, toll. Freut mich für dich. Ich werde jetzt den Galbadia-Sektor aufsuchen. Okay. Das heißt, ich bin dann wieder in Deling City. Und jetzt, ja, versuchen wir mal, die ganze Scheißkarte zurückzubekommen, die wir verloren haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau ist, ob ich die Doomtrain-Karte schon sofort wieder zurückgewinnen kann. Weil, normalerweise können wir uns jetzt nochmal einen gleichen Überblick verschaffen, was wir jetzt noch alles holen müssen. Weil normalerweise dürfen uns eigentlich kaum noch einmalige Karten fehlen. Ja, das weiß ich. Die haben wir verloren, Dolly-Stadt. Dolly-Stadt, okay. Zwei hier und eine da, okay. Königin, Königin, Dolly, Dolly. Dolly, okay. Alles klar. Das heißt, wir haben einiges zurückzugewinnen. Und auch diese Aufnahme wird nur mit Kartenspiel verbracht werden. Aber was mir halt wirklich am meisten ankommt, ist diese verschissene Direct-Regel. Die geht mir sowas von auf den Sack. Wow. Auch wenn es jetzt gerade ganz praktisch gewesen wäre, wenn ich die Angel-Karte hätte umdrehen können, weil ich dann im gleichen Atemzug quasi die Karte, die ich verlieren musste, hätte verlieren können, ne? Andererseits aber dann direkt eine Karte zurückgewinnen könnte, aber leider hat sie die Karte nicht gelegt. Blöde Fotze. So, jetzt sind wir hier nämlich im Atelier und ich glaube, der Kerl, hier, ne, Knochenbild, nein! Das dürfte eigentlich der Sohn oder was weiß ich was, bla 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 bla. Willst du Karten spielen? Jo. Der müsste eigentlich die ganzen Karten haben, die wir gegen die Karten verloren haben. Wenn ich mich nicht täusche. Direct? Und? Direct? Ne? 9-1! Oh, danke schön! Ey, super! Das finde ich ja super, echt, ey. Ja, die ist hart. Ah, wobei... Ah, die Renoir gefällt mir nicht so als Karte, weil die kann halt nicht gut blocken. Der Kairos gefällt mir eigentlich schon ganz gut und... Ja, komm, Xel. Xel nehmen wir auch mit. Und, wo brauche ich denn noch was? Links. Links bräuchte ich schon noch was. Die sind alle so schwach nach links. Also. Ah, nehmen wir den mit. Komm. Okay, er hat schon direkt. Er hat einfach mal drei von den Karten dabei. Was bitte ist los? Haha, wie geil. Das wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Okay. Weil Doomtrain ist eigentlich eine ziemlich gute Karte, muss ich sagen. Also. Ah, dieser verfickte Doomtrain! Ich bin schon auf den Sack. Okay, ich hab keine Ahnung. Snaffnass, Snaffnass. Ja, scheiß Element, Wix. Ja gut, komm, setzen wir den da hin. Das wird einfach eine Schlacht jetzt. Das wird eine Schlacht sondergleichen. Jetzt setzt wahrscheinlich einen Archeodinus dahin, könnte ich mir vorstellen. Ich habe letztendlich die besseren Karten, aber der hat natürlich die Möglichkeit, Plus zu machen. Und der ist richtig gut im Plus, der Gegner. Das ist ja schon mittlerweile bekannt. Flip. Okay. Gut, damit habe ich schon fast gerechnet. Dass ich mich den jetzt hier hinsetze. Okay. Also plustechnisch dürfte ich mir scheinbar keine Gedanken machen müssen. Okay, ja, komm, versuchen wir es mal. Okay, meinetwegen. War auch der Weg, One, ne? Okay, alles klar. So. Ich habe ja schon echt Schiss, muss ich sagen. Links 5 mehr hatte keiner. So. Das interessiert mich eigentlich relativ wenig. Ah, 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 okay. Der hat links wohl die gleichen. Das heißt, wir haben gewonnen! Hey, wir haben unsere erste Karte zurückgewonnen. Wuhuhuhuhuhuhu. Oh, Gott sei Dank. So, wen nehmen wir denn mal? Wir nehmen zuerst Doomtrain, weil Doomtrain ist echt... Gefällt mir die Karte. Ist halt eine schöne Eckenabsicherung. Guck mal, mit Bier läuft halt alles schon viel besser, ne? Viel entspannter hier alles. Aber so langsam gewöhnt man sich auch an die Plusregel. So, okay, das heißt, Doomtrain haben wir schon wieder zurückerobert. Mal hier so. Okay, dann, Doomtrain, ich mag Doomtrain eigentlich total, also sowohl als Karte als auch als GF. Kairos, der macht eigentlich einen guten Job. Du, Idea und Cypher, Fire, Benemi. Und da ist die Kreto, hey! Da können wir aber schon nicht, da müssen wir zumindest nicht ganz so extrem absichern. Ja, okay, ja, ist klar, was du da tust. Das war mir klar, du Sau! Wenn ich den jetzt hier hinsetze und der sich dann den holt. Hm. Ich mach's einfach mal. Ich muss mich immer absichern, wirklich.
Und so kann ich mir den auch dann mit dem Kairos wieder zurückholen. Fuck, ich bin doof, ich bin doof. Nein, 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 nein. Aber. Ach, fuck. Ich guck grad nochmal. Okay, gut. Ich kann den zurückplussen. Das ist ja schon mal viel wert. Oh mein Gott, wie schwach ich doch bin, ne? Ich bin ein verkommenes Subjekt. Ja, keine Ahnung. Scheiße, ey. Oh, ich bin so dumm, ne? Bin zu dumm, dumm. Ja, mein Problem auf jeden Fall. Ich habe da einfach nicht auf Plus mehr geachtet. Ich hab mich da einfach zu siegesicher gefühlt. Das ist auch wieder alle Karten dabei haben, oder? Mit Full-Tauschregel. Dann geht's mal richtig um was. All in hier. Hm. Ich werde euch jetzt aber nur die Kartenspiele zeigen, in denen es irgendwelche Karten gibt, die wir noch nicht haben. Beziehungsweise die wir zurückgewinnen müssen. Falls er jetzt zum Beispiel keine von den Karten dabei hat, schneide ich das Kartenspiel jetzt gleich raus. Da, die Bu, da. Ja, du bist auch noch nach rechts gut. Das ist scheiße. Ich habe viel zu viel gut, was nach rechts gut ist. Na, es hat jetzt nichts mit Politik zu tun. So, okay. Das ist jetzt schon wieder ganz spannend. Ja, der macht sowieso den Arsch da. Den Secreto macht er da erstmal schön hin. Nicht wahr, du Penner? Nein! Warum tut er das? Warum tut er das? Okay, den kann er wieder zurückgewinnen, aber das ist doch einfach nur verschwendetes Material, so wie es man nennt. Der ist mehr All-Mounder, ne? Ja, komm, scheiß drauf. Gehen wir ein Risiko ein. Eigentlich ist er genauso stark, glaube ich, von der Summe her, so wie es für mich aussieht, wie der Cypher. Nur ein bisschen besser verteilt. Statt 9 hat er eine 8, ne, und statt einer 4 hat er eine 5. Punkt. Okay, dann können wir das schön mit dem Doom Train absichern, wenn er jetzt oben rechts einen hinsetzt. Garantiert, ja, war klar. So. Hat er irgendwo einen, wo oben mehr ist? Nein, hat er nicht. Das ist sehr gut. Was gefällt? Hey! Gut. Verdammt, Scheiße, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen! Ich kann wohl was machen, aber es bringt alles nichts. Wobei. Bin ich doof. Der kann von unten noch gar nicht besiegt werden. Ich Vollhorst. Okay, es dürfte eigentlich ganz gut gehen. Okay, jawohl, wir haben ihn zurück. Wuhu, aber wen? Ich glaube, ich nehme erstmal Secreto. Ist eigentlich egal, was sind Beißkarten, die wir nicht mehr benutzen. Ja, Secreto. Ich muss auf jeden Fall hinterher irgendwo eine Gegend finden, wo die Fulltauschregel ist, damit ich halt ordentlich wieder Karten zurückbekomme, wenn ich die Standardkarten wieder zurückholen will. Ja, willst du noch mal Secreto? Ich glaube schon, ne? Hui! Okay, aber Alexander hat er bisher noch nicht dabei gehabt. Alexander ist tot! So, und nochmal das Ganze. Also es ist aber schön, dass es jetzt gerade echt ein bisschen vorangeht, ne? Das gefällt mir gerade richtig gut. Xel, Kairos, Gyros und Doom Train! Ah, da ist er doch, wenn man vom Teufel spricht. Komm, setz ihn aufs Element, setz ihn dahin aufs Element, das willst du doch auch. Du Sack. Und... Okay, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Aber egal, der hat schon bestimmt seinen Sinn da irgendwie drin gefunden. Keine Ahnung. Sollte eigentlich passen, ne? Eis hat da niemand. Element ist wirklich nur nervig. Das ist einfach so... Wirklich so... Von wegen muss das sein. Ist wirklich nicht unbedingt schlimm, aber es kann teilweise echt nerven. Oh, meine Nase läuft. Warum läuft jetzt meine Nase? Oh mein Gott. Nehme ich überhaupt auf? Oh mein, ja, okay, mein Headset hat Ausschlag. Es ist krank. Ja, okay, den holt er sich auch wieder mit dem Blitzer zurück. Oh mein Gott. Aber der Rest sollte kein Problem sein. Hey, ich glaube, wir kriegen Alexander zurück. Ist das nicht toll? Ja, aber klar. Dann setzen wir den dahin. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Und auch da wird nichts passieren. Schön! Nein. Ich muss mich dann lieber echt sechsmal absichern. Oh, wir haben fast alle noch gar nicht mehr in die Karten. Alexander, hey! So, nur noch zwei Karten zurück zu gewinnen. Also hier in Dole, ne? Also ich möchte jetzt gerade nochmal kurz erklären, wie das jetzt hier nochmal alles funktioniert. Ihr müsst insgesamt fünf Karten gegen die Kalkmin verlieren. Davon könnt ihr vier direkt verlieren. Daraus werden dann neue Karten erstellt. Aber erst, wenn die Hexe in Dole ist. Und sobald die Karte, die man in Dole quasi nochmal verliert, die wird scheinbar dann auch schon direkt neu hergestellt. Beziehungsweise die kann man direkt zurückgewinnen.
Und die neu hergestellten Karten befinden sich irgendwo auf der Welt. Aber da ist das Internet natürlich sehr hilfreich. Und ja, Punkt. Ja, komm, das ist echt gut. Aber ich glaube, ich habe mich auch beim letzten Mal so beschwert, weil ich es einfach... ich wurde von dem Spiel, in diesem Spieldurchgang, also in dem Let's Play, wurde ich kartentechnisch ziemlich verwöhnt. Weil ich immer ziemlich viel Glück hatte, dass ich nicht lange warten musste, bis die Gegner bestimmte Karten dabei hatten. War das ein Satz? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das war jetzt, das hatte jetzt, glaube ich, ein bisschen Sinn, dass ich die jetzt da unten hingetan habe. Weil ich will, dass er da oben eine andere hinsetzt, damit ich mir die verbleibende schwache Seite holen kann. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das verständlich war, aber... Du bist ein Arschloch. Du bist ein stinkendes Pissgesicht. Okay, wenn ich den hier hinsetze, wäre kacke. Irgendjemand, der unten nicht 7 hat. Kein A hat. Habe ich nicht. Ist alles kacke.